So, Alice, wir sind heute hier auf der Bauerndemo. Es sind 10.000 Teilnehmer angemeldet. Wie ist die Stimmung hier? Ja, die Stimmung, wie man hört, ist laut, dementsprechend gut. Es ist gut, dass sich etwas tut in Deutschland, dass die Bauern auf die Straße gehen. Und ich hoffe, dass sich etwas tun wird und die Regierung sich bewegt. Denn die Politik, die hier betrieben wird, gegen unsere Bauern, gegen die nationale Lebenssicherheit, ist unverantwortlich. Frau Dr. Fürst, Sie haben sich den weiten Weg heute nach Berlin auf sich genommen. Sie sind Abgeordnete für die FPÖ in der Nationalversammlung. Warum sind Sie heute hier? Ich bin hierher gekommen in erster Linie, um den Bauern meinen Respekt zu zeigen und auch, dass ich Verständnis habe für ihre Anliegen. Sie machen eine unglaublich wertvolle Arbeit für die ganze Gesellschaft. Sie stehen hier für heimische Lebensmittelproduktion. Sie bewirtschaften unser Land. Und als Dank bekommen sie eigentlich nur Verachtung von der Bundesregierung. Und es gibt immer mehr Regulierungen und immer mehr Eingriffe auch in ihre Grundrechte. Und das ist ein Thema für uns alle, weil es uns zunehmend betrifft. Brüssel und mit Unterstützung unserer Bundesregierung, sowohl hier in der Bundesrepublik als auch in Wien, die unterstützen das ja alles, dass immer mehr in unsere Grundrechte, in unser privates Leben eingegriffen wird. Und deshalb bin ich hier, um hier Flagge zu zeigen. Stichwort Eingriff in die Grundrechte ist jetzt sehr wichtig. Laut der aktuellen INSA-Umfrage sind 69% der Deutschen unterstützen die Bauernproteste. Liegt es letztendlich nur an den Forderungen der Bundesregierung oder ist da mehr dahinter? Es ist natürlich mehr dahinter. Es ist ja nicht nur hier im Bauernprotest, sondern dem Protest haben sich ja viele angeschlossen. Vorunternehmer, Mittelständler, wir sind ja jetzt hier hingekommen, um uns auch mit den Menschen hier zu unterhalten, die sich ja aus allen beruflichen Kreisen zusammensetzen. Und das Ganze mündet ja auch darin, über 80% sind unzufrieden mit dieser Bundesregierung. Ich frage mich, worauf warten diese Nullen dort, nicht wahr? Worauf warten die? Warum nehmen die nicht endlich ihren Hut und treten geschlossen zurück, um den Weg frei zu machen für Neuwahlen? Das geht so nicht mehr weiter. Die Politik, die mehrheitlich gegen die Bevölkerung gemacht wird, gegen die eigene Bevölkerung, wird nicht mehr getragen. Und das haben wir jetzt als Ergebnis. Es ist für allen und jedermann ist Geld da. Überall wird hinverteilt, aber für die eigene Bevölkerung, angefangen bei den Bauern, bei den Mittelständlern, bei den Unternehmen, bei den Menschen, die in Grund und Boden besteuert werden, bei den Rentnern, ist kein Geld da. Und darum sind die Leute auf der Straße. Und ich glaube, das hört nicht auf, bis diese Leute hier den Weg freigemacht haben für Neuwahlen. Du sagst was Richtiges. Noch nie war ein Bundeskanzler so unbeliebt, noch nie war ein Vizekanzler so verhasst. Und trotzdem denkt die Ampel nicht an Neuwahlen. Ist es Sturheit oder was ist das? Ja, die klammern sich natürlich fest, weil sie bei Weitem keine Mehrheiten mehr hier haben. Und das liegt eindeutig an der Verbotspolitik, die ja praktiziert wird. Du hast es ja am Anfang ganz richtig gesagt, es ist ein massiver und ubiquitärer, allgegenwärtiger Eingriff in die Eigentumsrechte der Bevölkerung. Und die Leute haben, um es auf gut Deutsch zu sagen, die Schnauze voll und völlig zu Recht. Frau Dr. Fürst, wie sieht es in Österreich aus? Wie unterstützt dort die FPÖ die Landwirte? Unsere Partei unterstützt die Anliegen der Landwirte auch in Österreich. Wir machen das auch schon seit Jahren. Wie gesagt, das ist ja ein großes Thema. Jetzt haben die Bauern endlich einmal genug, aber es betrifft auch hier in Österreich die gesamte Gesellschaft und vor allen Dingen muss man sagen, die arbeitende Bevölkerung, der Teil, der hier immer mehr entrechtet wird, denen die immer höher besteuert werden und immer drangsaliert werden. Um das geht es, die Familien und die, die wirklich produktiv arbeiten. Und da sind wir dran und bei uns ist es genauso, obwohl wir eine sogenannte konservative Partei, die ÖVP in der Regierung haben, ist kein Unterschied in der Politik zur Ampel. Das ist alles also linke Politik und immer mehr eine Verbotspolitik, die alle eingreifen wollen in unser tägliches Leben. Und da müssen wir einfach Flagge zeigen und hier auch auf die Straße gehen. Das haben wir uns alle nicht ausgesucht, aber damit muss ein Ende haben und es müssen einfach die Interessen der eigenen Bevölkerung wieder in den Vordergrund rücken. Zum Abschluss noch, Alice, du stehst hier neben Frau Dr. Fürst. Wie wichtig ist es gerade dieses Jahr, die Europawahl, dass wir gemeinsam auch mit der FPÖ in einer Fraktion sind, um gerade gegen ja, solche Maßnahmen wie den Green Deal gemeinsam dagegen zu wirken?
So wie es Susanne gesagt hat, wir haben überall eine komplett woke und linke Politik gegen die Bevölkerung. Die Einschnitte in die Freiheiten und in die Bürgerrechte, das ist ja eine Agenda, die hier durchgesetzt werden soll. Und das ist auch der Grund, warum der konservativ-freiheitliche Arm in Europa immer stärker wird. Und ich glaube auch gar nicht mehr an dieses klassische Links-Rechts-Spektrum. Ich glaube, es liegt viel tiefer. Hier geht es um ganz andere Sachen. Und zwar freiheitlich gegen totalitäre, fast schon totalitäre Eingriffe in die Bürgerrechte. Darum geht es. Das ist das neue Spektrum. Die Übergriffigkeit der Staaten und der Regierung, das lassen sich die Leute, das lassen sich die Menschen zu Recht nicht mehr bieten. Ba 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 ba.
Thank you.
Zeiten meine Augen zu.
Hallo. Oh. Danke euch. Geht auf YouTube. Danke euch.
Musik.